Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. In Großbritannien und in Dänemark verdoppeln sich die Omikron-Fälle bereits alle 2 bis 3 Tage. In Österreich sollen 2,5% der Fälle bereits diese Fälle mit der neuen Variante sein. Gleichzeitig wurden erste Influenza-Fälle auch in Österreich gemeldet. Was sollte man jetzt tun? Was kann man tun? Wie stark schützt die Booster-Impfung auch vor der neuen Variante? Fragen, die ich heute der Virologin Monika Regelberger-Fritz stellen möchte. Guten Abend, Frau Doktor. Fangen wir gleich mit der Frage an, die ganz viele Menschen jetzt interessiert. Wie stark schützt die Impfung noch? Da sind natürlich jetzt viele verunsichert, weil die lesen jetzt permanent, dass da ist eine Fluchtvariante auf dem Weg und die Antikörper seien so stark gesunken. Wie sehen Sie das? Ganz am Anfang, um vorwegzunehmen, diese Forschungen um die wirkliche Feldeffektivität und wirklich zu wissen, wie gut schützt es mich wirklich vor einer Erkrankung, die gibt es im Moment noch nicht, weil dieses Virus eben erst seit ungefähr 2 Wochen tatsächlich wirklich bekannt ist und intensiv erforscht wird. Sprich, diese Daten, wo man sich anschaut, wie viele sind geimpft und wie viele davon erkranken, im Gegensatz zu denen, die nicht geimpft sind und wie viele davon erkranken, dass man sich dann ausrechnet, wie man quasi geschützt ist, das gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was wir im Moment haben, sind erste Daten in Bezug auf die Antikörper und wie gut quasi die Antikörper, die wir haben, aufgrund einer Impfung oder einer durchgemachten Infektion, wie gut die quasi dieses Virus oder diese neue Variante eben neutralisieren können im Labor, im Reagenzglas. Ja, diese Daten haben wir im Moment schon, erste Daten, es werden täglich letztlich mehr. Aber das ist quasi immer nur ein Hinweis, aber letztendlich keine Garantie dafür, dass es jetzt mit Sicherheit so wirkt oder so wirkt. Aber es ist ein ganz guter Hinweis darauf, was wir vielleicht erwarten könnten oder nicht. Was wir bis jetzt wissen ist, dass es natürlich Impfdurchbrüche gibt. Und wir müssen uns da auch eben anschauen, wie kommt es denn letztlich zu einem Impfdurchbruch und warum, wenn ich eh geimpft bin, warum infiziere ich mich? Letztendlich muss man 2 Dinge wissen. Erstens einmal, wenn man geimpft ist, hat man eben Antikörper, die eben im Blut zirkulieren und die eben auch zum gewissen Teil im Nasenrachenraum eben im wahrsten Sinne Gewebefuß stehen und auf den Eindringling warten, auf das Virus warten. Wenn jetzt jemand infiziert ist, vor allem mit der Delta-Variante oder eben auch mit der Omikron-Variante, dann scheidet er sehr hohe Viruslasten aus. Und sehr hoch, da sind wir in Bereichen von Milliarden, Billiarden, die mit einem Atemzug, mit einem Nieser ausgeschieden werden von Viruspartikeln. Und diese Viruspartikel dringen dann eben in den Nasenrachenraum ein und dann ist es einfach nur eine Frage der Zahlen. Ja? Wie viele Viruspartikel atme ich ein und wie viele Antikörper habe ich quasi in meinem Nasenrachenraum, die diese Viren einfach abfangen können. Und nachdem das einfach so eine große Viruslast ist, die auf einen zukommt, dann können diese präformierten Antikörper, die ich da im Nasenrachenraum habe, einfach nicht alles abfangen. Das geht sich von den Zahlen her gar nicht aus. Ja? Und damit schafft es einfach dann das Virus, eine Zielzelle zu erreichen, also irgendeine Nasenschleimhautzelle zu erreichen und da dringt es ein und da repliziert es und damit quasi vermehrt es sich im Nasenrachenraum. Den Vorteil, den wir aber haben, ist, dass ja diese Antikörper auch quasi im Blut bei uns zirkulieren und uns damit eben vor den schweren Infektionen schützen, weil diese Antikörper einfach verhindern, dass diese lokale Reaktion in die Tiefe rutscht und damit die Lunge infiziert und damit haben wir keine schweren Infektionen zu erwarten. Das war so bei Alpha, das war so bei Delta und das wird jetzt auch bei Omikron so sein, dass wir, selbst wenn wir vielleicht häufiger Infektionen sehen oder Durchbruchsinfektionen sehen, die in der Regel sehr mild verlaufen, sprich wir haben dann einen Schnupfen, wir haben Husten, wir fühlen uns vielleicht nicht wohl oder haben erhöhte Temperatur, aber diese schweren Infektionen werden dennoch eben durch hohe Antikörperspiegel, die ich direkt im Blut eben zirkulieren habe, verhindert werden. Und damit endlich mal die Erklärung, warum kann ich mich infizieren, aber habe dennoch eine gute Schutzwirkung vor der schweren Infektion. Das ist das Geheimnis, je nachdem, wo diese Antikörper sitzen und warten. Und es ist ja eigentlich das, was man von einer Impfung erhofft, dass sie einen vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Kann es sein, dass diese ganzen Meldungen aus Südafrika, wo es heißt, Omikron sei viel milder, damit zusammenhängt, dass in dieser Provinz in Südafrika eben die meisten offenbar schon Genesene sind? Dass das eben genau diese Schutzfunktion... Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder sind Genesene und generell muss man sagen, es sind generell ja sowieso viel jüngere Personen in Südafrika, weil ja die
Bevölkerungsstruktur in Südafrika eine ganz andere ist als die, die wir in Mitteleuropa haben. Also sie werden in Südafrika relativ selten über 85-Jährige mit chronischen Herz- und Lungenerkrankungen sehen, weil die meisten schon davor verstorben sind, weil nur das Gesundheitssystem in Mitteleuropa oder in der westlichen Welt diese Leuten eben da weiterhilft. Ja? Also wir haben da eine ganz andere Bevölkerungsstruktur und deswegen können wir die Daten, die wir aus Südafrika sehen, nicht eins zu eins auf die industrialisierte Welt in Mitteleuropa oder in Europa generell und in Nordamerika eben auch umlegen. Mhm. Gesellschaften, die man eher vergleichen kann, sind Dänemark und Großbritannien. Und in beiden Staaten sieht man jetzt die Verdoppelungsrate dieser neuen Variante mit alle 2 bis 3 Tage. Was würde sowas bedeuten? Wir haben so etwas Ähnliches ja schon einmal gesehen, als Delta aufkam. Das war letzten Jahr, also eigentlich dieses Jahr im April, wo Delta eben begonnen hat. Und Delta war ungefähr so 50-60% ansteckender als eben die Alpha-Variante und hat eben innerhalb von 12 Wochen letztendlich die Alpha-Variante verdrängt und wurde dann zum dominanten, bis jetzt immer noch vorherrschenden Virus in Europa. Genau das Gleiche beobachten wir jetzt wieder. Wir haben wieder eine Variante, die in etwa wiederum 50-60% ansteckender zu sein scheint. Als Delta. Als die Delta-Variante. Also es geht quasi immer weiter. Und damit können wir auch erwarten, dass wir wirklich in einer Größenordnung von den eben wieder 3 Monaten eben diesen Umschwung sehen von der einen Variante auf die andere. Und vielleicht, um das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher zu, plakativer zu gestalten, wir hatten mehr oder minder die Ursprungsvariante, da hat ein Infizierter in der Regel so 1 bis 2, 3, vielleicht maximal 4 angesteckt. Dann hatten wir die Alpha-Variante, da waren es dann mit Sicherheit eben diese 4 Personen, die von einer weiteren, also von einer Infizierten angesteckt werden konnten. Das ist da eben der R0-Wert, wie wir ihn so schön kennen. Und dann hatten wir jetzt die Delta-Variante und da waren wir in einem Bereich von ca. 8. Ja? Mhm. Da sind wir in einem Bereich von ungefähr der Infektiosität von den Feuchtblattern. Ja? Und jetzt, so wie es auch schon bei den ersten Daten, sind wir mit der Omikron-Variante in einem Bereich irgendwo zwischen 12 und 18. Das bedeutet, wir haben da eine Infektiosität, wie wir es zum Beispiel von Mumps oder Masern kennen. Mhm. Da gab es ja einen Fall in Norwegen, wo 2 Reiserückkehrer aus Südafrika bei einer Firmenweihnachtsfeier waren. Da waren nur Geimpfte, Antigen-Getestete, wo 2 offenbar 75% der Gäste dieses Lokals angesteckt haben. Ist das dann, hat das dann auch mit dem Verhalten dort zu tun gehabt oder kann man wirklich mit so einer extremen Ansteckungsrate rechnen? Wir müssen schon mit einer erstens einmal sehr hohen Ansteckungsrate rechnen, aber es gibt immer quasi, es spielen immer 2 mit. Ja? Also einerseits das Virus, das per se schon viel ansteckender ist und andererseits natürlich auch, wenn man nur ruhig sitzt und quasi irgendwo zuschaut, dann wird das etwas anderes sein, als wenn es eine Weihnachtsfeier wird, wo vielleicht viel geredet wird, wo es laut ist, wo man dementsprechend laut sprechen muss, man quasi forciert ausatmen muss. Vielleicht wurde auch noch gesungen oder was auch immer. Und dementsprechend wird da sehr viel Virus einfach auch in den Raum entlassen. Mhm. Und weil wir gerade gesagt haben, wir sind ungefähr von der Ansteckungsfähigkeit, so wie bei dem irgendwo zwischen Mumps und Masern. Bei Masern, die sind ja so hoch ansteckend, da reicht es ja letztendlich, wenn ein mit Masern Infizierter durch einen Raum durchgeht, dass man quasi, wenn jemand, der 1,5 Stunden später durch denselben Raum durchgeht und nicht geschützt ist gegen Masern, sich da trotzdem noch anstecken kann, weil die Masern werden 2 Stunden in der Luft bleiben. Ja? Mhm. Also wir sehen da, glücklicherweise wird das bei Omikron wahrscheinlich nicht so der Fall sein, dass wir dann 2 Stunden lang keinen Raum betreten dürfen, weil es da auch auf die Tröpfchengröße ankommt und wie lange die quasi in der Luft bleiben. Wobei das in Norwegen auch der Fall war, da waren Gäste, die gar nicht bei der Weihnachtsfeier waren, die kamen 1 Stunde später ins Lokal und haben sich offenbar auch angesteckt. Ja, wie gesagt, es kommt eben dann darauf an, wie lange das quasi in der Luft bleibt. Omikron macht ein bisschen größere Lufttröpfchen, die relativ bald dann eben zu Boden sinken. Aber da kommt es wiederum darauf an, wie viele gehen durch den Raum, wie oft wird das quasi hochgeschwebt oder fällt jetzt das Wort nicht ein. Und wie stark ist die Durchlüftung? Wie stark ist die Durchlüftung, ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Wurde die gleiche Toilette benutzt, das ist ein sehr enger Raum, ist in der Toilette gehustet worden. Mhm. Dann habe ich wiederum sehr viel. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da Viren zu verbreiten. Was würden Sie den Menschen jetzt raten? Da jetzt sind natürlich viele Menschen schwerst irritiert und sagen, was können wir jetzt eigentlich noch machen? Wichtig ist vor allem für jene, die noch nicht geimpft sind, sich zu impfen. Die noch nicht geboostert sind, zu boostern, weil wir ja sehen, dass quasi gerade der Booster etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass dieser dritte Teilimpfung unsere Antikörperspiegel noch einmal in sehr hohe Höhen nach oben schießt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir damit einen relativ guten Schutz eben auch wieder zusammenbekommen, weil je mehr Antikörper man hat, desto besser ist es.
wo denn da genau die Grenze sein wird, ab wie viel Antikörper ich mindestens haben muss, um dann wirklich geschützt zu sein, gibt es immer noch nicht, um das gleich vorwegzunehmen. Ja. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Relation stimmt immer noch, je mehr ich Antikörper ich habe, desto besser ist es. Und wenn ich mich jetzt ein drittes Mal impfen lasse, dann schieße ich gerade mit meinen Antikörpern sehr hoch und bin damit einmal so gut wie möglich vorbereitet. Und das Zweite, was natürlich jeder tun kann, ist das, was wir ohnehin schon alle kennen. Ja? Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Raum lüften. Ja? Und das ist jetzt vielleicht so wichtig wie nie zuvor, weil das im Moment sehr gerne vergessen wird oder einfach auch nicht mehr darauf geachtet wird, weil jeder sagt, bin eh schon geimpft, kann eh nichts sein, muss nicht mehr so genau so vorsichtig sein. Mhm. Aber ich glaube, das ist gerade in Anbetracht der Omikron-Variante weiterhin ganz wichtig. Mhm. Man verschärft ja jetzt bei der Omikron-Variante auch die Quarantäneregeln. Also bislang galten ja Geimpfte, die Kontaktpersonen von Infizierten waren als K2. Das wird jetzt verändert, die sind wieder K1 und müssen 2 Wochen in Quarantäne. Ist das der richtige Weg? Jein. Ja, also, dass quasi die K2-Personen wieder auf K1 gestuft werden, ist in Anbetracht von Omikron in Ordnung und absolut vertretbar. Was ich von der virologischen Seite her nicht ganz verstehe, ist, dass man es wieder auf 14 Tage ausgeweitet hat, ohne die Möglichkeit, sich freitesten zu können. Denn wenn man es einfach vom Virus her betrachtet, von der virologischen Seite her betrachtet, die Grundeigenschaften des Virus haben sich ja nicht geändert. Also die Inkubationszeit hat sich ja nicht geändert. Im Gegenteil, hat sich, wenn dann vielleicht sogar verkürzt, aber nicht verlängert. Mhm. Und dementsprechend macht es nicht wirklich einen sehr großen Sinn, jemanden für 14 Tage in Quarantäne zu schicken, wenn es eigentlich mit 10 Tagen auch ganz normal gehen könnte und man sich halt sicher gehen möchte, statt nach 5, nach 7 Tagen freitestet. Das ist auch absolut akzeptabel. Aber diese 14 Tage, die bringen an und für sich nicht mehr sehr viel Benefit, weil ja sich die Inkubationszeit nicht verändert hat. Weil Sie die Inkubationszeit angesprochen haben, bei der Wildvariante war es ja eigentlich so 5, 6 Tage von Infektion zum Ausbruch der Symptome. Das ist die Inkubationszeit. Und bei der Delta-Variante war es jetzt im Schnitt eher so 3, 4 Tage. Ja, genau, 2 bis 4 Tage, richtig. Und jetzt, glauben Sie, ist das wir haben im Moment keine Hinweise darauf, dass sich da die Inkubationszeit sehr stark geändert hätte. Ja. Mhm. Allein, dass wir wissen, dass es ein infektiöseres Virus ist und damit sehr viel leichter übertragen werden kann. Die Viruslasten, die ausgeschieden werden, schauen im Moment auch so aus, als ob sie vergleichbar wären mit Delta. Also von der Inkubationszeit, also eben der Zeit, von Zeitpunkt der Ansteckung bis die ersten Symptome auftreten, das hat sich nicht sehr viel verändert. Also da sind wir immer noch mit den ersten Daten, die wir haben, bei 2 bis 4 Tagen. Mhm. Vielleicht wissen wir in 1 oder 2 Wochen mehr diesbezüglich. Aber was wir jetzt mal sehen, hat sich das nicht sehr viel verändert. Mhm. Und damit macht es jetzt letztendlich nicht sehr viel mehr Sinn, die Quarantäne von 10 auf 14 Tage weiter auszuweiten. Das heißt, da könnte man zum Beispiel nach 7 Tagen tatsächlich sagen, freitesten und dann... Das wäre ein möglicher Ansatz, aber ich verstehe natürlich, dass viele Behörden einfach im Moment sehr verunsichert sind und einfach da im Moment auf Nummer sicher gehen wollen. Und ich glaube, auch wenn wirklich mehr Daten dann wieder vorhanden sind, wo man dann einfach sagen kann, okay, wir haben die Daten dazu, dass es eben auch tatsächlich so ist, dass man dann vielleicht auch wieder zurückgeht. Also man muss immer beide Seiten sehen. Mhm. Es gibt da einige Staaten und auch der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat es gestern gesagt, es könnte jetzt die größte Welle drohen, die wir je gesehen haben. Ist das eine Einschätzung, die Sie aufgrund dieser Infektiosität teilen? Ich glaube, das können wahrscheinlich die Modellrechner viel besser beantworten, diese Frage, als ich. Wir haben einfach eine Situation, die wir quasi jetzt wieder haben. Ja, also wir haben die erste Welle gehabt, wir haben die zweite Welle gehabt, die dritte Welle, jetzt haben wir die vierte Welle gehabt. Mhm. Wir haben mittlerweile die vierte Variante jetzt. Ja. Also das wird sich auch nicht ändern. Das Virus ist ein RNA-Virus und diese RNA-Viren haben als Charakteristikum, als Grundcharakteristikum, dass sie sich eben ständig verändern. Ja. Und das wird jetzt nach Omikron auch nicht aufhören. Ja. Mhm. Also es wird auch wieder ein anderes Virus kommen. Wir haben aber mittlerweile 2 sehr gute Gegenspieler. Einer ist einmal die Impfung. Ja. Damit fallen sehr viele schwere Infektionen einfach weg. Ja. Mhm. Und wir haben auch schon sehr viele Genesene ja mittlerweile auch. Also wir haben eine relativ gute Grundimmunität. Also gut noch nicht, aber wir haben zumindest eine. Ja. Das ist auch der große Unterschied zu Weihnachten 2020. Mhm. Genau. Mhm. Also wir haben eine Impfung, wir haben schon eine relative Durchseuchung eben in der Bevölkerung und damit haben wir schon sehr gute Gegenspieler. Und selbst wenn wir vielleicht viele Infektionen beobachten können, weil es eben ein infektiöseres Virus ist,
Das werden wir im Moment, wissen wir es einfach noch nicht. Ja? Aber selbst wenn es so wäre, dann gehen wir mit den Daten, die wir eben jetzt davon auf, dass es eben relativ eben als Erkältungskrankheit in vielen Fällen abläuft. Ja? Natürlich nicht in allen. Ja? Und vor allem nur dann, wenn man eben schon geimpft ist. Ja? Und da kommen wir wieder auf die Bevölkerung der Ungeimpften. Denn da haben wir das Problem, wir haben noch nicht sehr viele Daten in den Ungeimpften. Und wir kennen das ja von der Alpha und von der Delta-Variante. Immer wenn es ein infektiöseres Virus war und Ungeimpfte sind quasi damit infiziert worden, dann sind die immer schwerer erkrankt. Und es war immer eine Steigerung von ums Zweifache, wie viele Leute einen Intensivstationaufenthalt gebraucht haben. Ja? Also in den Ungeimpften sehe ich die Omikron-Variante schon sehr mit Sorge entgegen. Mhm. Zum Abschluss schon, weil Sie da ja auch in der Surveillance sind, die Influenza-Welle. Also letztes Jahr ist die ja de facto ausgeblieben. Jetzt sieht man erste Fälle der Grippe. Könnte das im Jänner zwei Wellen geben? Also einerseits Omikron, andererseits die Grippewelle. Ja, da bräuchte ich wieder meine berühmte Glaskugel. Letztendlich, wir können nur von der Situation ausgehen, die wir haben und was wir beobachten. Letztes Jahr ist es komplett ausgeblieben, aufgrund eben der Maßnahmen, die damals eben getroffen worden sind. Und viele der Maßnahmen sind ja jetzt immer noch aktiv also auch und da aktuell, die Masken, ja, auch die Masken und so weiter. Ja. Ja. Mhm. Und das wird das schon natürlich als Gegenspieler einschränken. Und das sieht man jetzt auch in den Zahlen. Ja. Wir sehen quasi schon eine beginnende Aktivität von Influenza in Europa. Russland hat zum Beispiel schon weit verbreitete Aktivität. Schweden hat schon regionale Aktivität. Und Frankreich meldet sogar schon lokale Aktivität und sporadische Aktivitäten sehen wir in Portugal, in Deutschland und in Großbritannien. Und damit sehen wir, es tut sich was. Also wir haben die Möglichkeit, dass das Influenza-Virus jederzeit nach Österreich eingeschleppt werden kann, vor allem jetzt wieder mit der beginnenden Reisetätigkeit. Und damit haben wir eine andere Situation, als wir sie letztes Jahr hatten, wo sie auch in ganz Europa letztendlich nicht war und somit auch nicht eingeschleppt werden konnte. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, es ist eine wesentlich geringere Situation, eine geringere Aktivität verglichen mit einer ganz normalen Epidemiesaison, eben wie sie vor der Pandemie stattgefunden hat. Aber wir kommen jetzt in eine Situation, die wir vorher noch nicht kannten, nämlich, dass wir eine zeitgleiche Zirkulation sowohl von der Influenza als auch von Covid-19 eben in der Bevölkerung haben, noch dazu einer gleichen Ortschaft. Ja. Mhm. Und damit können einfach Menschen mit beiden Viren gleichzeitig infiziert werden und davor fürchtet man sich auch, weil wenn man gleichzeitig damit infiziert wird, sowohl Covid-19 als auch Influenza, beide können schwer verlaufen, damit kommt das Immunsystem dann einfach nicht mehr zu Rande und die können dann eben sehr, sehr schwer verlaufen und damit sind wir dann wieder in den Intensivstationen. Mhm. Und da zum Schluss, da gibt es ja auch die jährliche Grippeimpfung. Würden Sie den Menschen jetzt zuraten, sich jetzt gegen die Grippe impfen zu lassen? Ja, also an und für sich ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Für alle, die es noch nicht getan haben, ist es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, weil die Grippe ist noch nicht in Österreich. Ja? Sie wird früher oder später eingeschleppt werden. Das eingeschleppt werden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es früher oder später wird. Aber zu welchem Ausmaß und wie weit sich die dann quasi in Österreich verbreiten kann, da kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen. Ja? Also, das funktioniert leider nicht, schön wäre es, aber letztendlich wird es so sein, dass eben Fälle eingeschleppt werden. Es wird sich lokal eben irgendwo ausbreiten schon. Aber ich glaube jetzt, ich kann es nicht sagen, ob es jetzt wirklich sich wirklich massiv zu einer Epidemie auswachsen wird oder eben nicht. Aber einfach um sicher zu gehen, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir uns vor diesen schweren Doppelinfektionen schützen, eben durch die Impfung. Es steht uns zur Verfügung. Und warum sollten wir nicht jedes Mittel nutzen, um uns eben dagegen zu schützen? Absolut. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Redelberger-Fritz. Sehr gerne. Dankeschön. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause.